Herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Es ist soweit. Wir dürfen jetzt das Hauptgebäude betreten und endlich Khan den Garaus machen. Auf dem Weg dorthin tun wir noch die letzten Verbliebenen erledigen. Ach, der ist schon gestorben. Haha. Ich glaube, wir werden jetzt aber erstmal noch gegen Ryosu kämpfen müssen. Jin. Wo ist der Khan? Nach Norden. Mann, das gibt's doch nicht. Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Dann hol ihn dir. Bossfight gegen Ryosu. Nein. Was? Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Takaon. So wie du meine Männer. Die sind selber schuld. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Dem Geist glaubt man. Halt! Nein, der lügt wieder. Er will Shimura töten, wetten? Du warst mein längster Freund, Ryosu. Töte ihn. Er ist ein Lügner. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Er ist und bleibt ein Versager. Du hättest dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. So. Du hältst mich nicht auf, Ryosu. Das Gift. Ich vergebe dir nie. Den Eid deines Onkels. Du ließest mir keine Wahl. Boah, den habe ich jetzt sowas von fertig mehr. Und Geschichte. Oh. Jin. Töte ihn. Er hat's verdient. Bitte. Er wird dich wieder verraten. Leb wohl, Ryosu. Genau richtig. Gibt's Ärger, mächtig Ärger. Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abfangen. Ihr habt mir getrotzt. Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg rettet unser Volk nicht. Der
Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Was? Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Niemals. Sagt ihnen, ihr seid Jin Shimura. Treue Diener des Shoguns. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Das ist bitter. Und dafür wird man euch richten. Finde den Khan. Für Taka. Geht! Trophäe erhalten, der Geist. Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Festung. Ich bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hier gekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Kenshi wird mich befreien, wetten? Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bring sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Wie schmeckt Was? Euch der Sake, meine Herren? Gut genug, Ich bin draußen, aber wo soll ich jetzt lang? Alles hier stinkt nach Tod. Dank dieses verdammten Geists. Ehrenloser Hund. Nicht würdig, sich Samurai zu nennen. Die mögen mich echt nicht. Muss ich auch noch aus der Burg entkommen. Hier, ich schenke euch noch mal. Am besten über die Dächer. Bin ich sicher? Hoffen wir es.
Wie er sie getötet hat, das ist kein Mensch. Mann, ist der beweglich. Knapp, Leute. Nicht alles sind gegen mich. Oh, das war knapp. Aber wie komme ich da vorbei? Mann. Ich probiere es einfach. Knapp, aber geschafft. Wir sind noch nicht durch. Ja, geh. Fürst Sakai ist geflohen. Sucht überall. Findet ihn. Oh, Mist. Soll ich zu Kage, ja? Genau. Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Nord. Ihr beide, sattelt auf. Der Rest von euch ans Tor. Die sehen echt gar nichts. Naja, warte mal. Wo ist Kake? Da. Ruhig. Ich bin's. Wow, wer war das? Sie ist verletzt. Sie müssen nach Kin. Yuna wartet auf uns. Arme Kake. Ja, ist klar, dass es das Pferd nicht aushält. Endloser Wald.
Da hat er das Pferd begraben. Ich glaube, bis Juna können wir noch laufen, oder? Das ist nicht so weit, bevor wir die Folge beenden. Mongolen. Juna. Wo sind denn Mongolen? Ich sehe keine. Alles verbrannt. Kenji sagte, Juna wäre beim heiligen Baum. Keine Waffen. Ich muss mich versteckt halten. Kann ich die nicht irgendwie lautlos killen? Beim heiligen Baum ist es der, der da vorne brennt? Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Juna bald. Das müsste schon in die Richtung sein, ne? Oh Mist. Kann ich die nicht lautlos killen? Och, wieder zurück. Der muss sich umdrehen. Der eigentlich auch. Eigentlich müssen sich einige umdrehen. Wie heißt die Mission nochmal? Ohne gesehen zu werden. Oh, das ist echt nicht leicht. Der Spasti dreht sich aber halt auch nicht um, ne? Wird nichts. Geradeaus wird es niemals was. Ich muss irgendwie rechts gelangen. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. So ein lautloser Kill wäre schon was, ne? Zeigt aber nichts an. Ah, müssen wir einen größeren Bogen machen. Auch nicht. Den Negumben. War das gerade knapp oder war das gerade knapp? Nicht sehen, nicht umdrehen, sehe mich nicht. Puh. Da steht auch schon wieder einer. Überall die Spacken. Ob ich da oben weiter kann? Dreh dich nicht um. Der hat sich echt nicht umgedreht. Überall Mongolen? Nein. Ist es Juna? Juna ist nicht hier. Doch diese Menschen. Sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Blut. Doch keine Wunden. Okay. Ich sehe jetzt hier keine Mongolen weit und breit. Mehr Dorfbewohner. Wodurch starben sie? Nicht, dass es auf einmal Juna gewesen ist. Ihm läuft Blut aus dem Mund. Riecht nach Wolfswurz.
Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Das ist bitter. Das ist das Gift. Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Wow. Verfolgen die mich? Komm schon! Lamagaul! Lamagaul. Yuna, bist du das? Geht's weiter oder nicht? Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben mein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Kien getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste, in Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Ja, ich würde aber sagen, das langt für heute. Morgen geht's weiter. Mit Ghost of Tsushima. Und hoffentlich den Tod von Khotun Khan. Tschüss, Leute.